Weil, wenn man schon Zeug sich benutzt hier mit halt Attribution, dann muss man das auch richtig machen. Und da ich ja kein Intro, Outro und irgendwas hier habe bei meinem kleinen Let's Play, muss ich es dann öfters mal sagen. Habe ich mir so vorgenommen, jedenfalls. Wahrscheinlich werde ich in einer halben Stunde wieder davon absehen, weil ich. Oh, geil. Weil ich es einfach vergessen werde. Schlicht und ergreifend und so einfach. Wie nun was? So. Hier, genau. Hier sind wir schon mal durch. Hier ist eine Fackel. Hier sind wir. Genau. Genau. Und hier ist. Na, zumindest ein Loch. Jetzt auch nicht die Schlucht ist, von der ich gesprochen habe, aber es ist schon mal ein Loch da. Und hier ist irgendwie die Kollision zweier Biome passiert. Oder keine Ahnung, was der Minecraft-Editor, Map-Generator sich dabei gedacht hat. Aber ja, so. Und dann bin ich hier so lang. Irgendwo da hinten bin ich auch verreckt, glaube ich. Ah. Okay, das liegt ja alles noch rum. Ich sag bloß, jetzt finde ich meinen ganzen. Ey! Jetzt komme ich hier an und hier liegt noch. Na gut, nicht alles, aber ein bisschen was liegt immer noch rum. Toll, und du kletterst hoch und es verschwindet. Echt fair. Aber hier von oben kam ein Creeper. Oh, da oben liegt noch mehr. Schnell mal hoch. Nein! Ist ja göttlich. Mein ganzer Scheiß. Hier Erde braucht keiner. Erde braucht keiner. Knochen, Spinnenfaden. Ach, was schmeiße ich denn weg? Die Spitzhacke hier. Kies, Blumen, Stickies. Oh, eine ganze Spitzhacke. Okay. Ist noch mehr. Machen wir das mal so und dann können wir das hier nämlich wieder anziehen. Ach, ist das schön. So. Unser Zeug. Ich hatte es ja schon abgeschrieben. So, Erde braucht man nicht, brauchen wir nicht. Kaputte Spitzhacke, Kies, Blumen, Stickies. Naja, gut, Stickies können wir behalten. Der restliche Scheiß ist mir egal. Cool. Wir haben unseren Scheiß wieder. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Wir haben unseren Scheiß wieder. Yay! Genial. So, noch etwas, was man an Minecraft lieben könnte, wenn man denn wollte. So, schauen wir erstmal hier rein. Ein Huhn bewohnt diese Höhle. Na, würde ich mal sagen, dann nehmen wir das hier mal so als Ausgangspunkt für unser neues Heim, ne? Da über dem Berggipfel geht irgendwann dann morgens die Sonne auf und so. Ist doch hübsch. Ich kann nicht mal einen Tisch. Ich habe nicht mal einen Tisch bei. Oh. Jetzt brauche ich noch Bäume. Okay, also erstmal gehen wir hier rein. Das ist. Haben wir ein Bett bei. Aber wir können ja schon mal hier so eine Ebene draus machen. Und nein, wir spielen nicht auf Peaceful. Auch wenn wir jetzt im Baumodus sind. Oha. Nein, wir sind ja im Explorer-Modus. Und von daher müssen wir jetzt auch mal einfach ein bisschen auch mit Monstern rechnen. Ohne dem wäre es ja nur halb so schön. Und doppelt so langweilig für euch. Also könnt ihr euch darüber freuen, dass hier Creeper um die Ecke kommt. Also, Sekunde. Entschuldigung. An alle, die die Kopfhörer aufhaben. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe euch nicht direkt ins Ohr gehustet. Nein, was soll ich sagen? Genau, beim letzten Mal, als ich hier war, sind mir doch diverse Creeper auf den Kopf gefallen. Und zwar immer von hier oben runter. Und deswegen möchte ich das eigentlich nicht wiederholen. Und mache jetzt einfach mal hier. Ja.
Das reicht. Es gibt kein Vieh, was einen Block hoch ist und einem irgendwie wehtun kann. Deswegen ignorieren wir die Tatsache, dass das passieren könnte. Und gehen einfach mal schlafen. Ja. Ist das nicht schön? Ja, zurück zum Spiel. Ich hasse diese Pop-Ups. Aber ja, was tut man nicht alles, um up-to-date zu bleiben. Oh, da unten brennt was. So, und da wir jetzt hier bleiben wollen, müssen wir ja da... Da oben ist ein Baum. Da müssen wir jetzt erstmal hin. Da oben ist ein Huhn. Nee, aber das ist schon die richtige Höhe. Also ich glaube, das bauen wir uns hier aus. Diesen Berg. Weil ich finde hier diese Schlucht und so weiter, ich finde das alles ziemlich cool hier. Deswegen war ich hier beim letzten Mal auch, ui, einigermaßen. Jetzt bringe ich mich so um durch vom Berg fallen. Das wird auch lustig. So, und jetzt haben wir so viel Scheiß bei. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich so viel Scheiß bei. Wie machen wir das? So, so. Hui. Das können wir doch hier eigentlich mal... Ups. Gleich entfernen, weil hier wollen wir eh durch. Ich will bloß möglichst wenig vom natürlichen Flair. Also ja, ich habe mich früher sehr darüber ausgelassen, was Natürlichkeit in Minecraft sein könnte. Das ist ja quasi nur die Idee eines schwedischen Entwicklers, der wir hier folgen. Aber man will sie ja trotzdem nicht gänzlich zerstören. Und ja, wir haben kein Timbermod. Das heißt, es wird jetzt echt Minecraftig. Wir müssen echt was tun dafür, dass wir was tun. Und Fäden. Ja. Dreimal auf Holz geklopft. Achievement. Ja, an dieser Stelle sieht man dann natürlich auch, dass ich wieder mal irgendwie neu installiert habe, das Minecraft. Ich hatte es bereits erwähnt oder bereits geschrieben im Community-Blog. Da gibt es etwas, es nennt sich Multi-MC, damit kann man sehr gut mehrere MC-Versionen verwalten. Och, da oben ist ja auch cool. Oh, wenn wir das hier alles umgebaut haben, Mann, wird das ein schönes Haus. Juhu. So, 5 Knochen hier, gehst du weg. Ich sagte 5 Knochen hier, gehst du weg. Nehmen wir lieber die Erde mit. Weil ein bisschen Terraform müsste man ja auch mal. Und Saplings kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. Ich hätte das Bett stehen lassen sollen, was? Wäre irgendwie geschickter gewesen. Naja, naja. Es kann ja auch nicht immer geschickt sein. Jetzt machen wir hier erstmal einen total geschickten Weg durch. So, erstmal von A nach B kommen. Wir haben Holz und wenn wir Holz haben, haben wir natürlich auch Bretter. Und meine... Ey, diese... Verdammt, diese Taste. So, und dafür schmeißen wir das Bett kurz weg. Stellen ihn dahin, nehmen das Bett wieder auf, stellen das Bett dahin. So, und dann geht es natürlich erstmal los mit einer richtigen Türe. Ohne richtige Türe machen wir die Sache nicht mehr. Das haben wir gelernt in früheren Aufnahmen und Folgen, dass man eine richtige Tür braucht. So, ein Knopf für die richtige Tür. Und stattdessen werfen wir das mal kurz weg. Ja, gut. Geht. So, eine richtige Tür. Glück. Achso, ja, auch ganz wichtig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Zwei Kisten. Knopf kurz wegwerfen. Kisten. So. Alter. Diese Shift-Taste. Es tut mir leid, dass ihr euch jetzt quasi primär anseht, wie ich die Shift-Taste bediene, aber... Ah, mein gutes Schwert. Und dann kann das hier auch rein. Und ein Eisenschwert und... Stickies und Kohle und... hallo. Diese Shift-Taste.
Okay, womit sich dann auch erklärt, warum ich denn hin und wieder vom Bergen runtergefallen bin. Oder wenn ich so, ne? Diese eine Shift-Taste ist anscheinend schon überstrapaziert. Wie eure Nerven bei meinem Gerät über Shift-Tasten wahrscheinlich. Yay. So, die Türe funktioniert. So, und das macht eine Druckplatte. Ach, schon wieder nicht. Och, Mann. So, damit macht es die Türe auf. Hallo. Hallo. An welcher Seite muss ich denn drücken, damit sie noch funktioniert? Aber wahrscheinlich gar keiner Seite. Hallo. Ach, Mann, oh. Durch mein drauf rumgekloppe wird es wahrscheinlich immer nur noch schlimmer. Aber in diesem Fall bin ich ganz User. Draufhauen, bis wir funktioniert. Nee. Ah, gut. Also auf jeden Fall hätten wir hier eine Kiste, wo wir so Zeug abladen können, was wir aktuell nicht brauchen. Aber davon haben wir jetzt nichts mehr bei. Eisenschwert, ja. Können wir mal gucken, ob da draußen noch der andere Krempel rumliegt. Dann können wir den kurz noch einsammeln. Vorhin so unachtsam weggeworfen haben. Aber nee, es sieht mir bei doch hier oben vielleicht noch. Nee. Da liegt noch was. Nein. Na gut, es scheint neu dazugekommen zu sein. So. Und die anfängliche Idee, hier zu bleiben, gefällt mir immer besser. Vielleicht können wir uns auch hier so komplett panoramamäßig durchgraben, einmal um diesen See herum. Also eine richtig große Anlage hier draus bauen. Mal schauen. Auf jeden Fall, upsie, auf jeden Fall hatte ich schon länger das Bedürfnis, irgendwie was mal neu zu machen. Und das hier scheint mir doch die beste Gelegenheit dafür zu sein. Also erstmal erhöhen wir die Decken auf 4, weil es sich gerade so anbietet. Und bauen hier draus wieder einen richtigen Unterschlupf, wie er sich gehöret. Achso, und an dieser Stelle muss ich für die, für das mir bekannt geben des Multi-MC-Tools, also dieses Minecraft-Launchers, der ziemlich cool ist. Ich kann es nur wieder erwähnen. Ziemlich geile Geschichte. Also vor allem für all diejenigen, die Casts, Let's Plays und sonst was machen. Man kann endlich mal so Dinge einstellen wie Bildschirmauflösung beim Start von Minecraft. Das ist unglaublich. So ein Feature gibt es. Mhm. Man kann es auch einstellen. Auf jeden Fall muss ich dafür Memfrop danken. Und eigentlich seinem Kumpel, der ihm das gezeigt hat. Weil der spielt jetzt inzwischen auch Minecraft. Und ja. Hat mir das so gesagt, dass es das gibt und das finde ich ja ziemlich cool. Also nicht nur, dass es mir gesagt hat, sondern das Tool ist auch richtig geil. Vor allem hier Mod-Verwaltung, Patch-Verwaltung, also nicht mehr so blöde mit, ach hier Editor, Zip-Editor auf, also hier WinRAR oder was auch immer ihr nutzt, 7-Zip starten und dann da Meta-Inf rauslöschen und weiß ich nicht. Und ja, andere Tools gehen ja da schon andere Wege, nehmen euch viel von dem ab, was man so normalerweise da tun muss. Da drückst du nur noch einen Knopf und das macht dann alles. Aber ja, nein, so wollte ich das. Ja, dieses Tool nimmt es einfach nochmal auf eine Art und Weise ab, dass es halt echt geil ist. So, und ich habe schon lange nicht mehr gesagt, wir hören immer noch Tunguska Electronic Music Society mit dem Album Tunguska Chill Out Grooves Volume 1. Muss erwähnt werden, weil Attribution, ne? Wisst ihr ja. Oh, jetzt haben wir hier schon fast irgendwie einen Raum, ne? Muss ich das hier drüben nochmal eins weiterziehen? Ich muss jetzt noch eins weiterziehen. Machen wir es gleich. Weil wir achten ja auf Symmetrie. Symmetrie im Höhlenbau ist immer noch das Wichtigste, weil sonst sieht es echt doof aus.